Schönen guten Tag. Heute wieder mal live aus meiner Praxis. Heute Morgen hatte ich eine Kundin bei mir, die schon ein paar Mal bei mir war, die sehr reflektiert ist und immer wieder sich fragt, was hat es mit mir zu tun. Ein Mensch, der sehr achtsam ist mit sich selber, aber auch mit dem Umfeld im Aussen. Ein Mensch, der versucht, das Beste zu machen und versucht, alle Blockaden, die sie in sich innen trägt, zu lösen. Ich habe ihr schon bei den letzten zwei Mal gesagt, für mich sind alle Blockaden gelöst. Das, was sie mit sich ausmacht, ist nur noch das, was sie an sich hängt. Sprich, sie kommt nicht in ihre Energie, in ihre Kraft hinein, weil sie sich einfach nicht traut. Sie traut sich nicht, etwas zu machen, wo so fest ihre eigene Passion, natürliche Fähigkeit ist. Nichts, wo es eine Ausbildung oder ein Zertifikat gibt, weil eine Passion und eine natürliche Fähigkeit etwas, was man in sich innen trägt, nicht kann zertifizieren oder ausbilden. Weil sobald man anfängt auszubilden und die Begabung anfängt zu schulen, mit jemand anderem oder durch jemand anderem, nehmen wir Sachen an von dieser anderen Person. Gar nicht bösartig, aber wir machen es, weil es gehört einfach dazu. Wir machen es dann so wie die oder wie die oder wie die. Aber eine natürliche Fähigkeit, etwas, was man in sich innen trägt und einfach eine Magie in sich innen hat, das muss man irgendwann anfangen im Aussen tragen, weil diese Qualität sonst niemand anders hat. Vielleicht in einer anderen Form, in einer anderen Begabung, in einer anderen Möglichkeit, aber nicht so, wie diese Person in sich inne hat. Und wenn wir eben unser eigenes Potenzial nicht leben, unsere Fähigkeit, unsere Möglichkeit, die wir haben, dann kommen wir nicht weiter im Leben. Wir stagnieren, wir kommen immer irgendwo nehmen wieder an. Gerade dann, wenn wir schon alles aufgelöst haben, was wir können auflösen. Dann heisst es einfach, go for it, mach das, geh raus, zeig, wer du bist und was du kannst. Und dann sammle die Erfahrung. Die Erfahrung von dem, was vielleicht schlecht läuft und von dem, was vielleicht gut läuft, das wissen wir schon. Wir wissen nichts im Leben schlussendlich. Aber die Erfahrung selber zeigt uns, was wir dann können verändern und besser machen, gerade wenn wir achtsam sind. Und das wünsche ich dir. Das wünsche ich dir dort draussen, wo irgendwie das Gefühl hat, es braucht noch das, das oder jenes. Und dir dort draussen, wo das Gefühl hat, ja, aber ich kann es erst machen, wenn ich das habe. Versuch es einfach. Geh raus mit der Achtsamkeit und dem Bewusstsein und der Verantwortung, dass du für dich, wo du für dich trägst, aber auch für den anderen Mensch. Geh raus, zeig dir, wie du bist und dann lebe endlich das geile, freie Leben, das du verdient hast. Das wünsche ich dir. Mach's gut.